einfach jetzt für den Kontext hier überlegt, einen Fernsehbeitrag zu zeigen, der von meinem Leben handelt, der so wenig von meinem Werdegang erzählt, sprich in Bonn bin ich geboren, auf der Hauptschule gewesen, die Tradition zum Abitur und vom Abitur dann zum Stipendiat in den USA und zurück in Deutschland. Und auf dem Kontext basierend habe ich das Fernsehbeitrag aufgenommen, den ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde. Und wollte einfach diesen Film vorstellen, mich persönlich selbst vorstellen und dann später einfach dazu anregen, was Fragen hier im Raum stehen sollten, da ich gewisse Dinge nicht offiziell höre oder einfach nur meine Hintergrundmotivation, so will ich erklären. Aber unter den Umständen bin ich nochmal dankbar, dass Sie alle zahlreich erschienen sind und dann drücken wir einfach Play. Seit ein paar Tagen ist Emanuel Lubanzadio zurück aus den USA. 3 Jahre ist es her, dass er das letzte Mal hier war in seinem Viertel, dem Brüser Berg. Für mich ist es mein Zuhause. Ich meine, ich bin hier groß geworden. Meine engsten Freunde kommen aus dem Brüser Berg und hier habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Von daher liebe ich den Brüser Berg. Aus der Ferne hat der gebürtige Kongolese mit deutschem Pass von den angeblichen Problemen hier mitbekommen. Dass der Brüser Berg ein schlechtes Image hat, will er nicht akzeptieren. Wenn wir hier rumlaufen, fühlt sich das nicht so an wie ein sozialer Brennpunkt. Man weiß gewisse Sachen, aber diese selben Sachen passieren irgendwo anders oder vielleicht auch schlimmer. Und von daher ist das für mich kein sozialer Brennpunkt, für mich ist mein Zuhause. Für Emanuel hat alles an der August-Macke-Hauptschule begonnen. Hier warf der 2-Meter-Mann seine ersten Körbe. Sehr nass, ne? Und kam so in die Juniormannschaft der Telekom Baskets. Nach der Hauptschule machte er sein Abi und bekam ein Stipendium in den USA. Basketball spielen und kostenlos studieren. Ich denke, nicht nur hier hat es sportlich angefangen, sondern auch akademisch. Ich meine, die August Macke und die Lehrer, meine frühere Klassenlehrerin, hat mir da immer Selbstvertrauen zugesprochen. Auch bezüglich meiner Zukunft. Sie meinte halt zu mir, sie hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich alles auf dieser Welt werden kann. Wenn ich halt selber nur dran glaube, auch hart dran arbeite. Emanuel hat hart gearbeitet und kann seine alte Hauptschule heute als frisch studierter Politikwissenschaftler besuchen. Ich weiß, ob Sie mich noch kennen. Na, wie geht's dir? Gut, Hannes und Ihnen. Ja, super, wie immer. Schön, dass Sie noch hier sind. Ja, es ist gut, wieder zurück nach Hause zu kommen. Ja. Neben den vielen alten Bekannten, die er heute trifft, geht es ihm aber vor allem um eins. Er will die Schüler treffen, die jetzt in der Abschlussklasse sind. Emanuel weiß, dass sein Werdegang nicht selbstverständlich ist. Gerade deshalb will er ihnen Vorbild sein. Wie geht es weiter? Ausbildung oder die Schulbank drücken? Alle von ihnen müssen sich bald entscheiden. Hab Mut und glaubt an euch selbst. Ganz egal, was ihr machen wollt, ob es Ausbildung ist oder Abitur ist oder später auch Studium ist, alles ist möglich. Ich meine, ich habe es bekommen. Ich war genauso, wie habe ich hier angefangen, in der 5. Klasse. Wie bist du da drauf gekommen, Basketballer zu werden? Wolltest du das schon immer werden seit 5. Klasse, oder? Ich habe vorher Fußball gespielt, wie jeder andere, beim ersten SM Brüser Berg. Und ja, da fängt jede Karriere an. Hä? Ich habe da Fußball gespielt, wurde aber irgendwann mal zu groß. Und die Hosen waren dann zu klein, die ganzen kleinen Shorts waren dann zu klein. Zum Schluss ein Erinnerungsfoto. Auch wenn Emanuel sie alle überragt, kommt sein Appell an. Also der hat viel erzählt über Amerika und so. Und so, der hat uns auch motiviert, ne? Also so mit so einem Menschen zu reden, der hier war, das ist total toll. Der auch das erreicht hat, vieles erreicht hat. Und ich möchte eigentlich denselben Weg einschlagen. Er hat uns gezeigt, dass auch ein Hauptschüler was erreichen kann. Also fand ich sehr informativ. Emanuel selbst hat übrigens auch noch einiges vor. Sein Traum, eines Tages für die UNO zu arbeiten. Wenn er so weitermacht, schafft er das auch. Ich wollte jetzt einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben hier präsentieren. Also nicht nur aus meinem Leben, aber einfach nur, ich denke, mich hat definitiv die Tatsache gekriegt, dass ich von der 5. Klasse auf der Hauptschule war. Und dass mir fast schon die Gesellschaft aufgezeigt hat, dass ein Hauptschüler nichts werden kann. Und ich persönlich wollte nicht daran glauben. Weil ich Lehrer hatte, die mich da in der Hinsicht unterstützt haben, aber auch Eltern, die immer sehr dahinter waren. Und Basketball. Und Basketball auch, ja. Ich glaube, der Sport hilft dann auch nochmal, um einiges Disziplinen zu werden. Aber ich hatte sehr, sehr willensstarke Eltern, die mich da in der Hinsicht motiviert haben, stets akademisch das Beste zu geben, aber auch gesellschaftlich. Ich denke, das ist auch mein Teil, den ich mit beitragen wollte. Einfach nur, weil ich wirklich das Vorrecht hatte, die Erfahrungen zu machen, die ich gemacht habe.
Und wollte die dann entsprechend auch den jüngeren Schülern, die eventuell auch mit meinen Schülern, die in meinen Schuhen da saßen, die wollte ich auch weiter zurückgeben. Und deswegen war mir das ein Anliegen, meine Geschichte diesen Schülern zu erzählen. Ich hoffe es, ja, ich hoffe es. Und ich glaube, ich war auch sehr mutig, dass ein Mädchen mir geschrieben hat, gemeint hat, dass sie jetzt auch das Abitur gemacht hat, angestrebt hat. Aufgrund dieses Tages, der sich ereignet hat. Und ich meine, mein Appell war jetzt nicht primär, dass alle studieren sollen. Das ist ja, das muss nicht sein, aber mir war es ein Anliegen, dass alle einfach ihre Ziele rangehen, sei es eine Ausbildung oder sei es eine Künstler sein, Sportler sein, hauptsache die Motivation zählt. Und ich hoffe, dass dieser Appell angekommen ist. Und das war mir ein sehr starkes Anliegen. Ich wollte einfach nur meine Geschichte dazu nutzen, um eventuell Menschen, die eventuell nicht das tolle Elternhaus hatten, wie ich es hatte, oder einen Lehrer zur Seite, der einem da beiseite stand mit gewissen Fragen. Deswegen habe ich halt gehofft, dass es vielleicht mehr Menschen gibt, die eventuell aussehen, wie viele dieser Kinder, jetzt wie in meinem Fall, dass die eventuell als Vorbild einfach agieren könnten. Also ich denke, dass vielleicht jemand, der auch mit Migrationshintergrund in gewissen Kontext aufwächst, kann sich vielleicht mit mir eher identifizieren. Und ich denke, es müsste vielleicht auch mehr Lehrer geben, die, ich muss jetzt nicht strikt diesen selben Hintergrund, sondern aussehen, wie ich aber einfach nur die Verständnis für diesen Kontext haben. Also ich denke, um Ihre Frage dann gleich zu beantworten, es müsste, denke ich, vielleicht Vorbilder geben, die eventuell nicht gerade nur Lehrer sind, aber ein Student, der mal oder arbeitet, der einfach vorbeikommt. Mentoren. Genau, Mentoren. Genau, ich denke, es müsste mehr Mentoren geben. Was würdest du gerne bei der UNO machen? Also früher war ich eher in dem Bereich Peacekeeping, Peacebuilding. Auch weil ich, wie gesagt, durch mein Studium der Politikwissenschaften hatte ich so einige Berührungspunkte mit dem Kongo und einige Konflikte, die sich in der Welt ereignet haben. Also früher war es Peacebuilding. Heute, da ich halt im gesundheitstechnischen Kontext unterwegs bin, wäre es wahrscheinlich die WHO, die mich jetzt innerhalb der UNO interessieren würde. Kommst du als Politikwissenschaftler in ein Pharmaindustrie zu arbeiten? Also ich meine, mittlerweile überschneiden sich ja viele Berufe. Also man kann auch zu Daimler gehen als BWLer, aber man kann auch zu Daimler gehen als Politikwissenschaftler. Und ich denke, ich habe halt vorher bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, in Rechnung. Ja. Genau, und habe aber damals noch ein Praktikum bei Fresenius gemacht, weil die auch im politischen Sinne etwas angeboten haben. Und dann haben halt die Rahmenbedingungen wieder eher gepasst und dann ist das eine Festanstellung. So bin ich halt bei Fresenius in Bad Hamburg gelandet.